Guten Abend, willkommen beim Geldspezial KMU. Wenn Mitarbeitende krank sind, ist das für die Betroffenen, aber auch für den Arbeitgeber nachteilig. Zum Problem werden Absenzen von Mitarbeitenden erst recht, wenn sich die häufen. Die Gründe dafür sind vielfältig und längst nicht immer nur durch eine schwere Krankheit oder Unfall verursacht. Interessant ist, dass es nicht in allen Firmen selbst in vergleichbaren Branchen zwingend zu ähnlich viel Absenzen kommt. Für Unternehmen ist es lohnenswert, wenn sie der Gesundheit am Arbeitsplatz eine hohe Bedeutung haben. Fördern kann man als Arbeitgeber die Gesundheit, Motivation und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden durch das betriebliche Gesundheitsmanagement. Welche Erfahrungen das KMU aus der Ostschweiz damit gemacht hat, zeigen wir heute am Beispiel der Artis Treuhand aus Rorschach. Wir sind ein Steuerbüro mit 7 Mitarbeitern, einige davon in Teilzeit. Wir sind spezialisiert auf Steuerberatung, inklusive Jahresabschluss für Firmenkunden. Wir machen einen Haufen Outsourcing-Sachen, also das bedeutet, wir übernehmen von den Kunden Buchhaltung, unter anderem auch das ganze Personalmanagement in Absprache mit dem Kunden oder Mitarbeiter vom Kunden vor Ort bei ihm selber. Im Trainbereich ist es so, dass man in den ersten 6 Monaten sehr viel Arbeit hat. Das bedeutet auch Überzeit und relativ viel Druck. Wir probieren zu schauen, dass eigentlich Mitarbeiter nicht mehr als die normalen Zeiten, Arbeitszeiten arbeiten. Wir haben 41-Stunden-Woche und 5 Wochen Ferien, sodass auch die Ruhezeiten möglich sind. Als zusätzliche Massnahme haben wir am Freitag Telefon abgestellt. Also wir haben auch keine Blockzeiten. Das heisst, die Mitarbeiter können am Freitagnachmittag wieder kompensieren. Also für die Mitarbeiter, die arbeiten, haben natürlich auch ein bisschen mehr Ruhe, wenn sie nicht kompensieren. Also von dem her, ich hätte das schon viel früher gemacht oder machen sollen. Wir setzen auf die Massnahmen, weil ich das Gefühl hatte, dass es für die Mitarbeiter einen Mehrwert gibt, oder auch mit der Work-Life-Balance, dass sie genug Freizeit haben. Und dann sind sie am Geschäft weniger gestresst, also sind am Geschäft präsenter. Wir hoffen natürlich durch die Massnahmen, dass Mitarbeiter weniger krank werden. Sollten sie gleich krank werden oder sogar langzeitkrank, haben wir Krankentaggeldversicherung. Dann wissen wir einfach aus unserer Erfahrung, auch von unseren Kunden, dass ein gutes Case-Management extrem wichtig ist. Es ist für Mitarbeiter wie auch für uns ein Vorteil, wenn man das Krankentaggeld hat. Der Mitarbeiter kommt Lohnfortzahlung über eine längere Zeit über. Und bei uns stehen nicht grosse Mehrkosten aufgrund des Krankheitsfalls. Man sieht, wenn eine Firma Gesundheit am Arbeitsplatz gross schreibt und bewusst die Motivation der Mitarbeitenden investiert, verschafft ihr das auch Vorteil am Arbeitsplatz. Ich begrüsse jetzt den Marc Schwarber, Verkaufsleiter bei der Helvetia Rital. Ja, Gesundheit am Arbeitsplatz hat deutlich an Bedeutung gewonnen. Welche Erfahrungen machen Sie da in der Praxis? Also es ist natürlich so, dass leider die Ressourcen enger geworden sind. Also Mitarbeiterknappheit merkt man. Und da die Attraktivität, die man einen Tag legen muss, in diesem Bereich hat zugenommen. Das merkt man extrem. Also es bietet sehr viele Firmen über den HR-Bereich mal Lauf-Events an, Fitness-Abo, die man vergünstigt kaufen kann, wo man die Mitarbeiter enger binden, wo man den Mitarbeitern auch untereinander ein besseres Klima schaffen tut und dort natürlich auch weniger Absenzen haben. Interessant ist, längst nicht alle Firmen sind mit gleich viel Absenzen konfrontiert. Wie kann man den Absenztag als KMU vermindern? Es ist natürlich so, zuerst muss man eine saubere Auswertung haben. Das ist das, was bei den meisten KMU gemacht werden muss, dass man eine saubere Auswertung macht und auch eine Beobachtung über eine saubere Zeitspanne. Dass man mal auch messen kann, wie viele Tage fehlt jedem Mitarbeiter und dann ganz schauen, warum fehlen die einzelnen Mitarbeiter. Das ist mal Punkt 1. Dann hat man mal eine Analyse, warum und wieso fehlen die Mitarbeiter. Und nachher ist es natürlich so, wenn man dann merkt, dass der Mitarbeiter immer wegen dem Gleichen fehlt, das Beispiel, man sieht, er sitzt im Durchzug, weil der Platz, wo er sitzt, nicht optimal ist. Dann muss man dort handeln und agieren. Wenn man natürlich merkt, dass immer ist, weil die Leute verkältet sind in dieser Jahreszeit
und einfach, man merkt auch, dass es zu kalt ist im Raum innen und so, dann muss man sicher anschauen mit den Heizungen, mit allem falls dem Gebäudeeigentümer. Oder dann auch im sportlichen Bereich, wenn man merkt, dass die Leute mehr Bewegung sollten haben, dass man dort auch reagieren tut und etwas anbietet. Sei es eine Laufarbeit, die sehr viel macht, sei es ein gemeinsames Fitness-Abo, das sehr viel macht, dass man dort einfach die Gemeinschaftlichkeit fördert, dass die Mitarbeiter nicht nur wegen dem Job arbeiten können, sondern auch wegen der ganzen Belegschaft. Gut, also wichtig ist Prävention, wichtig ist aber auch die Reintegration, eben wenn jemand krank ist oder einen Unfall hat. Wie gelingt Reintegration am besten? Dort ist ein wichtiges Gespräch. Oder viele Leute haben ja am Anfang Angst. Oder? Dann kommt, also vor allem die Person, die zurückkommt, hat Angst. Weil meistens hat sie das Gefühl, sie hat etwas Böses zu tun. Sie hat ja gefehlt am Arbeitsplatz. Jemand anderes hat den Job müssen übernehmen für sie. Und das ist heute das Problem. Und das Problem ist vor allem, dass man heute nicht hingeht und sich super vorbereitet und sagt, jetzt kommt die Person wieder arbeiten. Und dann führt man ein Gespräch mit ihr. Zum einen nachfragen, wie geht es dieser Person? Was ist passiert genau? Weil es ist ja so, dass meistens der Vorgesetzte nicht die ganze Krankheitsgeschichte mitbekommt. Aus Datenschutzgründen, die hören gar nicht. Und dann ist es so, wenn das gar nicht stattgefunden hat, dann kommt der Mitarbeiter an den Arbeitsplatz und fühlt sich wie allein gelassen. Und die anderen Mitarbeiter haben noch ein bisschen Hemmungen, weil sie nicht wissen, wie es ihm geht. Und darum ist dort das Wichtigste, das erste Einführungsgespräch, wenn die Leute zurückkommen und auch ein super Einführungsplan gemacht wird. Das heisst, die Person muss ganz klar wissen, dass ich muss um 8 Uhr dort sein. Und am Anfang werden die Komponenten miteinander besprochen, die Fälle übergeben, Dossiersübergabe findet statt, dass die Person wie wieder sich neu, ich sage jetzt, am Arbeitsplatz zu Hause fühlt. Jetzt der Rahmen für all das tut das betriebliche Gesundheitsmanagement schaffen. Was beinhaltet das konkret? Das beinhaltet konkret, dass es Leute gibt für das. Also vor allem im Human Resource Bereich gibt es Leute, die aktiv noch auf die Personen zugehen und dann auch die Integration neu miteinander besprechen. Dass jemand vom HR-Bereich plus der Abteilungsleiter miteinander die Person wieder einführen mit einem Plan und dass sie schlussendlich auch eine super Sache hat und sie auch weiss, da und da muss ich jetzt machen und nicht allein gelassen ist. Das ist heute das Wichtigste. Mhm. Allerdings gibt es so Massnahmen nicht gratis. Inwiefern kann man sich über die obligatorischen Deckungen aus letztendlich auch versichern, damit genauso Kosten am Schluss auch gezahlt sind? Es ist natürlich so, die Krankentaggeldgeschichte ist natürlich dort ein wichtiges Puzzleteil von dem. Wenn man das nicht hat, fehlt natürlich das. Und das sind die Kosten, die auch dort abgedeckt werden. Und schlussendlich ist es natürlich auch so, dass wenn Krankentaggeldkosten dort reduziert werden können, dienen sie ja beiden. Und dort ist wichtig, dass das betriebliche Gesundheitsmanagement eingeführt wird und auch gelebt wird von einer Firma. Es nützt nichts, wenn man sagt, man will die Mitarbeiter wieder super integrieren. Der Plan muss vorher gemacht werden, dass man, ich sage jetzt, einen Ablaufplan hat und weiss, wenn jemand krank ist, wird bei allen gleich gehandelt. Und der Vorteil vor allem, Mitarbeiter am Arbeitsplatz fühlt sich wieder wohl. Viele Firmen leiden momentan auch unter einem Fachkräftemangel. Inwiefern bringt der betriebliches Gesundheitsmanagement eben Vorteile auf dem Arbeitsmarkt? Massiv Vorteil, weil das sind die Sachen, die man heute sich abheben gegenüber den anderen. Und es ist natürlich schon so, wenn zumal, ich sage jetzt, jemand sehr sportbegeistert ist und zumal eine Laufgruppe noch angeboten wird oder das Fitness-Abo günstiger angeboten wird, das sind Sachen heute, wo dann eine Person sich entscheidet, wo auch einen Vorteil generiert gegenüber dem Arbeitgeber und für die Mitarbeiter. Und das ist eine Win-Win-Situation. Danke vielmals für die Tipps, Marc Schwarber. So viel für heute vom Geld Spezial KMU, wo wir jeweils speziell den KMU hier aus der Ostschweiz Tipps geben, wie sie ihren Betrieb sicherer machen können und noch erfolgreicher werden. Einen schönen Abend und bis bald.